Mieter raus, Flüchtlinge rein. Diese Thematik wurde am Freitag, den 3. März 2023 im Bundestag diskutiert. Dass der angebliche Abriss der Lörracher Wölblinstraße 21 bis 29 sich als Lüge entpuppt hat, wurde auch ausgesprochen. Allerdings will Klara Geiwitz, die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, nicht so richtig auf die Fragen eingehen und weicht immer wieder aus. Zudem wirkte sie sehr angespannt. Warum wohl? Schauen Sie selbst. Hui hat das Problem gerade schon mal aufgerissen. Es ist ja so ein linker Spruch, wir haben Platz. Man muss inzwischen anfügen, ja, aber leider nicht für jeden. Und das haben wir in Lörrach gesehen. Es wurden also da, werden Wohnungen entmietet, also von Mietern befreit, die jahrzehntelang drin gewohnt haben. Mit dem Hinweis, die Wohnungen wären sowieso abgerissen worden demnächst. Deshalb könnte man Ukrainer da einquartieren. Inzwischen hat sich das als Lüge entpuppt. Das Team von Achtung Reichelt haben bei der Stadt Lörrach nachgefragt. Nach Schriftverkehr, Ausschreibungen oder Bauplänen, die Abrisspläne, mit denen argumentiert wird, belegen. Die Antwort der Stadt Lörrach ist verblüffend und entlarvend zugleich. Da es keinen konkreten Sanierungsplan gab, gibt es dazu auch keine Belege. Das heißt im Klartext, einen konkreten Abrissplan hat es offenbar nie gegeben, sonst gäbe es Belege. Auch im Haus wusste niemand von einem angeblichen geplanten Abriss. Wir wissen aus Berlin, dass Altenpflegeheime geräumt werden, um Flüchtlinge da hineinzustecken, weil man damit besser verdienen kann. Jetzt hat die Frau Kollegin Hui gerade gefragt, wie die Bundesregierung dazu steht. Sie haben gesagt, Sie kommentieren das Ganze aus Sicht der Bundesregierung nicht. Die Frau Faeser ist da schon einen Schritt weiter. Die Frau Faeser hat sich gestern dahingehend geäußert und hat gesagt, die Zuwanderung, also der Zuwachs an der deutschen Bevölkerung um Millionen Bürger hätte überhaupt nichts mit der Wohnungsnot in Deutschland zu tun. Deshalb meine Frage, wie stehen Sie dazu? Meinen Sie, dass die Einwanderung nach Deutschland von Millionen Menschen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt hat oder nicht? Jeder Mensch braucht Wohnraum. Und je höher die Anzahl der Menschen ist, die in Deutschland leben, desto höher ist der Wohnraumbedarf. Aber glauben Sie denn, dass Menschen aus der Ukraine zu uns nach Lörrach kommen, um da Mieterinnen zu vertreiben? Das ist doch eine haltlose Unterstellung. Sie verkehren doch Ursache und Wirkung. Die Menschen sind hier, weil sie in ihrem Heimatland von Wladimir Putin angegriffen wurden. Und die Kommunen bemühen sich intensiv, für sie Unterkünfte zu finden. Das kann mal eine Zwischennutzung sein. Das ist der Bau von neuen Unterkünften. Und unglaublich viele Menschen in Deutschland nehmen privat bei sich Ukrainerinnen und Ukrainer auf und rücken zusammen, damit diese Menschen bei uns Unterkunft und Schutz vor dieser furchtbaren Situation finden. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Das hat der Kollege Glaser schon richtig herausgearbeitet. Das hat mit der Frage nichts zu tun. Und wenn Privatpersonen Ukrainer aufnehmen, ist das schön. Der Kollege Beckkamp hat Sie ja vorhin gefragt, ob Sie in Ihrem offenbar opulenten Potsdamer Anwesen, in Ihrem Privatanwesen auch schon Flüchtlinge aufgenommen haben. Da haben Sie sich ja gedrückt. Also wahrscheinlich stellen Sie da Ihr Licht ein bisschen unter den Scheffel. Ich unterstelle natürlich auch nicht, dass die Ukrainer nach Deutschland kommen, um Deutsche aus den Wohnungen zu vertreiben. Aber was sagen Sie denn denjenigen, die in Lörrach jetzt betroffen sind und denjenigen, die in Berlin betroffen sind? Was sagen Sie denen denn, warum die ihre Wohnungen, ihre Pflegeheimplätze verlassen müssen? Also wie gesagt, die Situation in Lörrach ist nach meiner Kenntnis eine andere, nämlich dass es ein Objekt war, was sowieso zur Sanierung angestanden hat und dass die Mieterinnen und Mieter neue Wohnungen bekommen und in der Zwischennutzungsphase diese Unterkunft genutzt wird. Dagegen spricht erstmal gar nichts. Und ich finde ehrlich gesagt, dass wir in einer Situation, die für alle extrem belastend ist, nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen sollten, indem man solche Art von Unterstellung in Richtung der Kommunen äußert.